Herzlich willkommen zu Fokus Deutsch. Heute schauen wir uns gemeinsam die Verben sich überschätzen und sich unterschätzen an. Vielleicht hast du auch schon mal eine neue Sportart angefangen, zum Beispiel Badminton oder Tennis, und du hast dir gedacht, ach, das lerne ich doch ganz schnell, in einem Monat kann ich sehr gut spielen, man muss doch nur den Ball oder den Federball richtig spielen können und über das Netz bringen und dann geht das ganz einfach. Und dann hast du aber bemerkt, ah, so einfach ist das gar nicht und das kostet mich doch mehr Zeit, als ich eigentlich dachte. Wenn du also denkst, dass du etwas schneller erlernen kannst oder schneller schaffen kannst oder auch besser schaffen kannst, als du es dann eigentlich geschafft hast, dann überschätzt du dich. Du denkst, du kannst das besser schaffen, aber du schaffst das gar nicht so gut, wie du eigentlich vermutet hast. Das heißt, ich überschätze mich. Das kann dir auch mit anderen Dingen passieren. Vielleicht ist es dir schon einmal bei einem Test oder einer Prüfung passiert, dass du dir gesagt hast, ich muss gar nicht so viel lernen. Und dann, als du die Prüfung geschrieben hast, hast du bemerkt, oh mein Gott, hätte ich doch mehr gelernt. Und dann hast du dich wieder überschätzt. Es gibt natürlich auch Leute, die sich unterschätzen. Sie beginnen zum Beispiel ein Instrument, sagen wir mal Klavier, und sie denken, dieses Stück werde ich nie spielen können. Erstmal zwei Hände koordinieren, dann noch auf den Rhythmus achten und das schaffe ich nie. Und siehe da, nach 2-3 Monaten haben sie es geschafft. Sie können das Stück gut spielen und das hätten sie nicht von sich gedacht, dass sie das so gut in so kurzer Zeit schaffen würden. In diesem Fall unterschätzen sie sich. Sie haben sich unterschätzt. Und wie geht es dir denn? Unterschätzt du dich oder überschätzt du dich? Und wie gesagt, es gibt ja verschiedene Bereiche, zum Beispiel das Erlernen einer neuen Sportart, eines Musikinstrumentes oder auch die Vorbereitung auf eine Prüfung. Vielleicht fällt dir ja noch etwas anderes ein, bei dem du dich über- oder unterschätzt hast. Schreib mir gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Ich freue mich. Bis bald.